Moin, zum nächsten Video. Wir sind auf dem Mantel. Oh. Es ist arschkalt, Strecke hat noch nicht mal offen, aber wir wollten mal gucken gehen, ob die Kisten noch stehen. Hat aber erst 1500 Kilometer und ist Uni schwarz. Da ist das Ding. Ja, fühlt sich, würde ich zu Hause schlafen, ist besser als meine Decke. So, jetzt bin ich gespannt, was hast du gemietet wieder? Stehen und haben sie mal rausgeholt. Bei mir ist jetzt schon Ölschein Minimum, aber deswegen ist angesprungen, läuft auch, top. Und Tobi ist dabei, Ben ist dabei. 2 901 2 GT3 S, ebenfalls in schwarz. Tobi hat schon Magnesiumfelgen drauf. Ben hat seinen erst frisch abgeholt, hat er erst 1500 Kilometer drauf. Herrliches Ding. Der hat sogar schon komplette Mantel-Fahrwerk drin. Ja, noch keine Flügel hinten drauf, überlegen wir noch. Aber auf jeden Fall schon mal Fahrwerk drin, Setup drin, Stahlflex, Bremsbeläge und sowas. Ist echt geil, der hat eine Stahlbremse, die beiden haben Keramik. Und von Bene, der ist noch komplett Serie, bekommt aber auch bald das Fahrwerk. Vor allen Dingen laufen die Karren. Wir haben gerade mal Soundcheck gemacht. Ganz interessant. Der hier, 2 geht das mit OPF. Meiner, Oldschool, Oldtimer. Und Bene, 912 GT3 RS ohne OPF. Zeige ich euch gleich mal. Ist interessant. Ist echt interessant. Tobi ist auch upgraden für nächstes Jahr. Ey, das ist super. Oh. Braucht er irgendwas zum Essen, ne? Ey, das ist mega. Das sind, boah, ich trete die ganze Zeit in das Ding. Cup R für nächstes Jahr, die sind frisch. Da unten sind noch neue Cup 2. Wovon nochmal? Die Cup 2? Von, das ist mein originaler Radsatz von dem Grünen. Ah, MK2 Felgen in Schwarz mit brandneuen Cup 2, die hatte ich mir ja geholt, dann bevor hast du hier noch passiert ist. Aurum Original. Mit Cup 2 auch wieder. Und das sind schwarze MK1, ne? Mit Cup 2. Ja, mit Cup 2, okay. Kühlschrank, auch geholt, Tobi. Geil. Das ist schon ein Garagenleib, sagst du, sind wir schon ganz weit vorne, ne? Genau. Das ist schon mega. Du bist gut Red Bull. Da ist der nächste gekommen. Guck mal, was dein Auto macht. Heute ist er super. Uwe kommt gleich noch. Was ein geiler Tag. Und vor allen Dingen, wenn das Wetter so am 12.3. wäre, oder? Boah. Schwarz, GT3 RS, MK2. Da machst du nichts mehr verkehrt. Das ist schon echt so süß. Mit das Beste auch von innen halt super. Guck mal rein. Das Lederpaket, wo die Lenksäule in Leder ist. Und sonst halt echt schön. Hier mit Racetex auf den Sitzen, Lift. Leder, Sport, Chrono, klar, Clubsport sowieso. Einfach ein herrliches Auto. Der Typ von Tobi ist eigentlich identisch. Und wir müssen auf jeden Fall bald mal ein Video machen, wo wir mal Unterschiede machen zwischen MK2 und MK1. Schon ein Unterschied, allein schon, wenn du den Motor anschmeißt, dann laufen die beiden schön ruhig und meiner, der verschuckt sie erstmal viermal. Aber gut, irgendwann läuft er dann auch. Aber ja, optisch halt von vorne, Stoßstange finde ich hier schon echt schöner. Aber trotzdem, MK1 ist ein wunderschönes Auto. Also ich finde den immer noch herrlich und werde ihn noch behalten. Vor allem in Ultraviolett. Ja, beim Tobi haben wir halt ewig überlegt, welche Felgenfarbe, aber ich finde die echt super. Ich weiß gerade gar nicht, welche Felgenfarbe es genau ist, wie sie heißt. Ist nicht Aurum, aber ist eine sau geile Felgenfarbe. So, was ganz interessant war, ich hatte ein paar Probleme und zwar mit dem Kollegen. Ich habe ja nicht das C-Tech, ich habe sogar das Original von Porsche und dachte mir so, ja gut, wenn die Karre vielleicht abbrennt, dann ist doch lieber eins von Porsche zu haben wegen dem Ding. Aber schlussendlich baugleich, ne? Aber es hat nicht geladen. Bei dem Silbernen damals hat es geladen über den Winter, jetzt nicht. Und ich habe auch schon mal gehört, dass sich manchmal der Zigarettenanzünder ausschaltet von alleine. Also das war jetzt bei mir der Fall, ich kam hier an, war aus, bitter. Ich probiere gleich mal den anderen, den im Fußraum, den Zigarettenanzünder. Also den 12-Volt-Stecker da mal reinzusetzen, aber dann hält, aber bitter. Sonst sieht alles gut aus hier. Also Auto ist angesprungen, sehr schön. Reifen, gucke ich mal, ob ich die drauf lasse. Ich hatte den jetzt nicht auf diesen Reifenschonern stehen über den Winter. Ich hatte einfach 3 Bar drauf gemacht. Aber ich gucke mal, ob ich damit losfahre jetzt.
oder ob ich mit Cup 2 erstmal losfahre, jetzt wenn die Saison losgeht. Aber ansonsten ja mega hier zu sein. Also schon wieder geil. Allein die Luft hier zu schnuppern, mega viel Spaß gemacht. Und auf die bin ich halt mal gespannt. Sound ist krass, hätte ich niemals gedacht, dass 912 ohne OPF doch so viel geiler ist als mit OPF. Puh. Allerdings mit OPF halt eigentlich das weiterentwickeltere Auto, weil Einzeldrossel, der Motor läuft auch nochmal besser, hat auch ein bisschen mehr Saft als ohne OPF, aber dafür hast du hier den Sound und die geilen Endrohre, die halt, ne, bekanntlicherweise sogar blau anlaufen, wenn ich mal aus dem Licht gehe. Das ist halt auch sehr geil, ne? Also, ist halt nicht so leicht, was man nimmt, ne? Aber ich glaube, ich wäre auch ohne OPF, da wäre ich bei anderen Spielen den Endrohren. Der Ben hatte ja vorher auch einen MK1 und da bin ich auch gespannt, was er dann sagt, weil er würde auch hier das Fahrwerk reinmachen, um dann zu gucken, ja, wie viel schneller ist er, wie viel besser fährt er. Das ist ja so, dass das Fahrwerk von Mantai für den hier hinten vierfach verstellbar ist, vorne dreifach verstellbar. Und so vom Fahrerischen, glaube ich, wesentlich viel ruhiger ist als zum Beispiel die Karre, weil der springt schon ordentlich. Also ich habe viele Passagen, wo ich mir denke, okay, ist Rad noch drin. Aber die laufen halt schon wesentlich ruhiger hier. Aber das werden wir alles uns die Saison in Ruhe angucken. Jetzt war erstmal gut zu sehen, dass die Kiste noch hier ist, dass alles sonst soweit passt. Ich habe Ölstand Minimum, aber gut, der hat auch gerade hier irgendwie viel rausgepfeffert beim Anmachen. Werde ich aber eh nochmal checken. Ich mache nochmal einen Ölwechsel vor der Saison, Bremsflüssigkeiten einmal neu. Und dann sind wir eigentlich weiter am Weg. Folierung müssen wir auch noch gucken, weil der ist vorne foliert, hinten nicht. Hat aber erst 1500 Kilometer und ist unischwarz. Also der Bene will auf jeden Fall komplett folieren. Ich habe ja auch nur Hälfte vom Auto und Tobi da hinten, der hat den gekauft und der war schon komplett foliert. Was natürlich sehr geil ist. Und ansonsten, ja, machen sie sich gut, die Schätzchen. Gerade bei dem guten Wetter hier. Herrlich. So sieht das schon sehr schön aus. Wir haben ja noch ja, jede Menge weitere Fahrer hier. Der Uwe kommt gleich auch noch. Der hat auch noch so ein Ding, aber sogar mit weißer Paket. Und dann die anderen Jungs auch noch alle. Die stehen ja hier alle. Die sind heute hier. Die kommen aus von etwas weiter weg. Und wir haben viel gebucht dieses Jahr. An Track Days. Sehr viel. Jahreskarte werde ich mir nicht holen. Aber da werde ich im nächsten Video auch mehr drüber zu erzählen. Denn da geht es mal darum, was für Trackdays bin ich bisher gefahren. Wie kann ich die quasi ja, empfehlen? Wo hat mir was gut gefallen? Wem würde ich was empfehlen? Und vor allen Dingen Einsteigerlevel, Nicht-Einsteigerlevel und sowas alles. Da werden wir mal drüber sprechen, weil einfach mega viel Erfahrung gemacht in den letzten Jahren. Und viele fragen sich ja doch, wie läuft das? Ne? Und da haben wir überlegt, machen wir mal so ein Video. Wie fängt man auf der Nordschleife an? Und was kann man gut buchen? Was kann man nicht gut buchen? Wie will man einen Einstieg? Ist es riskant? Also Themen. Finde ich selber ganz interessant. Von daher machen wir da auf jeden Fall mal ein Video drüber. Wir haben noch ein interessantes Thema und zwar ist hier roter Bremssattel, gelber Bremssattel und da hinten auch ein gelber Bremssattel. Also Keramik gegen Stahl. Ich bin ja auch schon beides gefahren. Können wir mal kurz drüber reden. Ich finde Keramik welten besser. Also du hast natürlich die Problematik, wenn du mal selber ein Rad wechselst oder so, dass du aufpassen musst, dass es ja nicht drauf knallt und sowas. Das ist schon echt oder Kiesbett und so Sachen. Aber Verschleiß ist bei Keramik natürlich viel besser. Klar, wenn sie dann kommt, dann musst du mehr in die Tasche greifen. Aber die Belege halten auch länger. Also das habe ich bei dem Schwarzen damals schon gemerkt. Die halten wesentlich länger als auf Stahl. Und der Bremsdruck und das Pedalgefühl ist um Welten besser. Um Welten besser. Ich bin beides gefahren und kann wirklich sagen, das sind Unterschiede von Tag und Nacht. Also Keramik ganz groß auf Rennstrecke vorne, finde ich persönlich. Von der Performance. Wenn man sagt, okay, ist mir zu riskant, schon ein, zwei Mal ins Kiesbett gerasselt, dann vielleicht nicht. Aber performancetechnisch und pedaldruckmäßig PCCB um Welten vorne. Das ist halt auch ein sehr, sehr schöner Daily, ne? Boah, G500 All Black. Sehr schön. Aber jetzt gucken wir mal Uwe's neues Auto an. Er ist ja vom GT3 MR aufgestiegen, kann man so sagen. GT3 RS, MK2 Weißach. Oh, schon ein Traum. In GT Silber mit Carbon. Das ist einfach absurd teuer. Das ist da ist das Ding. Weißach. Hier diese Reifenschutzmatten, PCCB drauf, der kriegt jetzt nochmal Genesiumfelgen, auch komplette MR-Paket. Ah, der ist schon herrlich. Der ist schon ein Traum. Genau so hätte ich ihn genommen. Das wäre meine Konfi. GT Silber mit Weißer. Boah. Traum, 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 Traum. Selbstgemachtes Car-Cover. Boah. Junge. Ja, fühlt sich, würde ich zu Hause drin schlafen, ist besser als meine Decke. Holen wir uns als Decke. Ja, es gibt auch so eine Spiegel. Spiegel. Hier ist der Spiegel. Kannst du vielleicht gleich mal sagen, wo du die her hast. Weil kannst du dir draufschreiben, was du willst? Ja. Ja? Ja. Hättest du auch Uwe's GT3 draufschreiben können? Ja. Hast du nicht gemacht? Nee, das ist von mir. Oh,
Kannst du auch ein Emblem drauf machen oder so? Ja, ich glaube, es geht ziemlich viel. So, schön. Boah, richtig schön. Boah. So kann man stehen lassen. So, wir haben gerade noch was entdeckt. Hier steht nämlich so ein schönes Mantai-Auto. Ein GT3, der ist MK2. Und der ist böse. Das ist das Ding hier. Aber der ist so auf Leichtbau getrimmt. Mehr auf Leichtbau geht gar nicht. Da ist nämlich, seht ihr das? Da ist nichts mehr drin. Dann hat diese Tür hier. Ist eine Tür aus einem Cup-Auto. Denn es ist eine Vollcarbon-Tür mit Makrolon. Hat keine Klima. Audioentfall. Xenon. LED wiegt ja auch wesentlich mehr. Und alles an Leichtbau, was nur geht. Also so, das ist wahrscheinlich der leichteste GT3 S. Es gibt keine Pappe mehr drin, gar nichts. Das Ding muss böse fahren. Doch. Doch, doch. Geht schon. So, jetzt bin ich gespannt, was hast du gemietet wieder? Da-dam. Oh. Und Reifenlader Nummer 2. Ach, du hast schon Werkbank und so hier hingebracht, ja, was? Ja. Wieso hast du da ein Getriebe liegen? Von was ist das? Das ist von einem M3, passt in meinen E36. Mhm. Aber ich wollte es nicht mehr zu Hause in der Garage haben. Hier bei Kompressor. Auch ganz kurz erkennen, das sind alles Achsteile von Cayman GT4. 1000 Kilometer gelaufen, willst alles. Kannst du kurz anbieten quasi? Ja, ne? Wer, jemand, wer Interesse hat, einfach bei mir melden. 718. Ja. Kompressor ist geil. Wie gesagt, hier kommen noch Regale hin, damit das geordnet ist. Ein Kärcher. So Scherenbühne kommt genau in die Mitte. Ja. Und sagen wir eigentlich gut, dass der Jan das Auto vor der Einwinterung gewaschen hat? Ja. Das Auto hat 2 Jahre keine Wäsche gesehen. Hat der Jan gut gemacht, ne? Also so ein Auto einwintern, Tutorial. Jan ist da was. Ja, Jan ist derjenige, der nicht ein Verlängerungskabel nimmt, sondern viele Steckerleisten. Cup R. Nummer Cup 2. Cup R. Ach so. Hier ist irgendwo ein Mercedes Cup R dabei, ich glaube das. Also, neuen Maße von 992S wird nämlich echt so. Also dann werden 335 hinten sein, 275 vorne. Ja, und so eine schöne Halle, der Tobi hat ja mega. Echt schön. Also, eine Menge Platz. Ich würde sagen, hier bekommt man 3 Autos rein, wenn er eine Bühne hat, vielleicht sogar 4. Schön. Echt geil. Heizung glaube ich nicht. Aber gut, im Sommer brauchst du auch nicht. Und sonst. Schick. Herrlich. Oh ja! Mann! Packen aus! Uwe! Mein Mantai-Stuhl! Mein Porsche-Stuhl! Oh! Ja. Porsche! Hat der gute Uwe mir jetzt zum Wichteln geschenkt. Das ist meine Versicherung fürs Tourifahren. Damit sind sie im Brünnchen. Geil! Ja, mega, ey! Alles mit dem AMG GTR! Junge, da! So, wir machen gerade einen kurzen Spaziergang. Was haben wir neu gemacht? Achso. Ja. Rattersteine. Waren hier auch welche? Ja, ja. Oder? Hier, waren hier welche oder haben die immer damals hier angefangen? Oh, das ist eine gute Frage. Sehr gute Frage wieder. Ha! Weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall sind die hoch. Ja. Da sieht man immer, wie hoch die Körbs sind, wenn man hier so drüber scheppert. Wir sind gerade in der Eiskurve. Boah. Ah, der ist halt schon nicht ohne der Körb, ne? Ach, die haben sie auch neu gemacht. Ne, die sind nicht neu. Doch, die sehen total sauber aus. Die haben sie geputzt. Niemals. Ah, ich finde krass, wie hoch das Ding ist, Alter, wenn du hier drauf schepperst. Ja. Und dann hier, guck mal, die Kante auch noch. Wenn du die mit dem Reifen triffst, boah, was das heißt. Bene ist gefahren. Ich war heute Beifahrer bei Bene, von daher bin ich jetzt mal Fahrer mit Tobi. Was machen wir jetzt? Essen. Boah, wir müssen alle verhungern. Number one. Adresse eigentlich, um zu essen am Ring. Viele sagen aber Ventisette und sowas, aber wir sind eigentlich Team Pistenklausel, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Der heiße ist cool. Der heiße Stein ist natürlich legendär. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt um 16 oder 28 schon so ein Kilo Fleisch im Bauch kloppen kann, aber das ist eigentlich spät. Das werde ich mir gleich überlegen. So, wir sind auf dem Rückweg. Ja, war mega. Es war kalt, aber das wird im März auch nicht anders sein, wenn es wieder losgeht. Yes. Und es war trotzdem jetzt schön, mal die Autos wieder zu sehen, hier einen guten Tag zu verbringen. Da kommt ein Trecker. Okay. Der sitzt im T-Shirt auf dem Traktor. Ey, der hat ein T-Shirt an. Das ist halt krass. Genau, die nächsten Videos, die kommen. Vielleicht auch aus der Halle von Tobi mal. Also wir werden auf jeden Fall jetzt mal so Trackdays auseinandernehmen, welche man gut fahren kann.
Und dann würde ich fast sagen, wir sehen uns im nächsten Video und spätestens in ein paar Wochen dann endlich wieder am Fahren auf der Nordschleife, wenn das Wetter damit spielt. Yes. Von daher, Leute, Daumen drücken. Bleibt sauber. Danke für den Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.